So, einen wunderschönen guten Richtig. Abend. Wir sind Moin, jetzt moin. live, Jungs. Wir sind live in Farbe und Fernsehen und ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Komme ich jetzt in Ja, Fernsehen? Das sage ich ja. gerade auch. Servus. Ja, Servus. Wahnsinn. Bei Moin, mir moin. hängt gerade alles. Ja, bei mir ist auch gerade irgendwie was Bist gleich der Einzige, Kurioses. der vernünftig läuft, oder wie? Ja, Technik läuft ja oh wieder. Mann, die Technik, die begeistert mich wieder Bei heute. Losti läuft's schon wieder. Weil das die läuft. Ja, ich laufe auch gerade. Ich laufe gerade richtig hier so durch unsere Base und schaue mir alles an. Und ja, ich brauche jetzt einen Frusthustenbonbon. So. Ein Wir sind ja mal wie ein Frusthustenbonbon. Das Frostungsbonbon. ist ja geil. Ich schmeiß mich weg. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe gerade, was ich schon vergessen habe. Deswegen, Oh. ich habe noch gar kein Dashboard auf, damit ich überhaupt ansatzweise ein bisschen an diesem Stream teilnehmen kann. Heute Servus, ist. Blas, Servus, Dave. Heute Servus, Servus, ist Servus. Fauli ja derjenige, der streamt. Und Ja. ich hab dann wahrscheinlich so auf ausgestellt, so, oh, ich brauche ja gar nichts machen heute. Und naja, dem ist ja wohl nicht so. Also ein bisschen sollte ich dann doch tun. Wenigstens das Dashboard einrichten. Den ersten Teil habe ich schon mal. Den ersten Teil hast du, was für den ersten Jawohl. Teil hast du? Den ersten Teil habe ich schon mal. Also mein Bild ist im Steam. Im Steam sage ich schon. Im Stream. Im Stream. Im Die Stream Losty ist Cam dein. ist auch da. Die Ja, Losty die Cam ist Losty auch Cam. da. Ich Ich weiß die nicht, wo Losty sie ist. Cam, der Ausschnitt passt noch nicht, sehe ich Ja, gerade. genau. Und deshalb bin ich da gerade am Grübeln, warum, wieso, Dein weshalb. Aber Ausschnitt ist zu groß, der Losty Cam Ausschnitt ist. der müsste jetzt, warte, korrigiert sein. Lostys Ausschnitt ist korrigiert. Und meiner ist auch korrigiert. Ja, Das ist ja nett, dass du deiner ist meinen. korrigiert, das sehe ich. Das ist ja nett, Fauli. Ich bin begeistert. Ey, ich bin echt Hi, Ruff. begeistert. Ja. Moin, moin, Ruff. Hallo, Ruff. Der Ruff ist da. So, jetzt muss ich aber auch das So. Dashboard mal öffnen. Hast du das auch noch Damit. nicht gemacht? Doch, ich hab's auf. Nein, doch. Doch, nein, ja. Nein, doch, ja, Genau, nee, nein, wo denn? ah. Hier, da. Ah, verarscht mich nicht. Nee, das tun wir ja nicht. Nein. Niemals. Komm. Ist das ein Noob, oder? Nein, ist er natürlich nicht. Nein. Der Warum? Fauli macht das so was von. Vor allen Dingen ist dann, wie viel da ist das jetzt, den du jetzt machst, dein zweiter, ne? Mein dritter, glaube ich. Ja, nee, dein zweiter, glaube ich. Also dein What angefangen, dein zweiter. the hell? Aber sehr cool. Das läuft, ich seh's. Ja. Ich habe zur Center connected und bin jetzt auf dem Valhalla-Server. Das kann doch gar nicht sein. Dann hast du jetzt irgendwas komplett Das durcheinander bekommen. geht doch gar nicht. Ich habe in der Serverliste auf dem Das geht Center doch gar geklickt nicht. und bin auf dem Valhalla. Was? Das meint er nur so. Das Nein! ist nicht ernst. Das ist Como, der ist verpeilt. Der ist schon Oh, zu lange. ich sehe aber, dein Steam-Bild steht. Mein Steam-Bild steht? Ja. Nee, das kann eigentlich nicht. Du meinst es, dass es steht. Das steht aber nicht. Ach, dann Ich bist du nur noch im Inventar und machst nichts mehr? bin im Moment im Inventar, weil ich mein Dashboard. Ach Mann, mach du mal. Du machst mich nervös. Ruff, wir spielen auf The Center. Genau, X-Rakete, moin moin. Hallo, X-Rakete. Moin Rakete. The Rocket Man. Bevor wir aber irgendwas machen, hallo Waldfee. Waldfee, moin moin. Passt Hi das von der Waldfee. Lautstärke der Jungs? Hört man Losty und hört man Como? Und wie hört man mich? Jetzt bin ich gespannt. Darf aber die Hört Musik, man glaube ich, mich? etwas lauter machen. Die Musik ist ziemlich leise. Was darf ich lauter machen? Die Musik, the music, please. Die soll ich lauter machen? Darfst du, glaube ich, ein wenig lauter machen. Man hört nämlich eigentlich kaum, dass Musik da ist, denke ich. So quasi gesehen, pauschalisiert. Ruff sagt alles gut. Alles gut? Wenn Ruff sagt alles gut, dann sage ich auch alles gut. Aber Ich habe jetzt die Musik lauter gemacht. warte, ich schau mal, hör mal nach. Ich tu mal so. Ich schau mal, hör mal nach. Wie kannst du denn Musik schauen? Einfach den Kaffee mit Red Bull Es brauen. passt, jetzt passt es. Also jetzt klingt es bei mir auch gut. Ja, nur Sehr weil du schön. taub bist. Ja, ein Please bisschen, ensure the aber. server you are attempting to join is running the latest version of all mod content. Ei, ich hab mich schon wieder festgebackt. So, was ist denn hier los? Doch Hi, nicht. Softplay. Softplay, Alles auf moin Play. moin. Moin, 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 moin. So,
Also, wie ihr gesehen habt, wir sind ja beim letzten Stream sind wir ein haben wir aufgehört, nachdem wir unser Bully Reno liegen hatten. Und wie ihr seht, haben wir das Bully Reno dann auch flauschiger Paschulke genannt. Pelziger Paschulke. Ne? Mhm. So, der steht hier. Wir sind dann ein bisschen mit ihm noch metzeln gewesen. Deswegen hat er jetzt sein Level auch. Die sind wirklich cool, die Viecher. Die sind absolut cool. Die sind der Hammer. Die bauen so ein bisschen Adrenalin auf, wenn die im Rennen sind. Und dann kannst du wirklich ein Bronto, ein Rex oder sonst was. Was hast du denn da für eine Kappe auf? Cut, wegschnetzeln. Die Kappe, die ist cool, ne? Die hat der. Woher? Warum? Die hat der, Fauli mir besorgt. Das ist eine Admin-Kappe. So, das heißt, das sind schöne Cappies. Fand ich einfach nur geil. Haben wir auch gelassen. Finde ich cool. Ich muss mal kurz was gucken. Lusty bewegt sich nicht. Die Cam stimmt irgendwie nicht. So. Das ist doch eine coole Kappe. Ich glaube, wenn er gerade nicht im Spiel ist, dann bewegt sich da auch nichts. Der ist aber im Spiel. Lusty ist ja im Spiel und ich sehe ja auch dass er sich bewegt. Aber im Stream bewegt er sich nicht. Und das ist etwas, was ich ein bisschen kurios finde. Okay. So, aber das, was ich jetzt noch. Nein, das ist falsch. Da ist irgendwas. Da habe ich den Firefox drin. Was macht denn hier Kisala hier oben? Also, Lusty, ich komme nicht drauf. Kriege dich nicht rein. Du kriegst mich nicht rein. Dann nimmst du mich einfach raus. Du musst ja dann noch nicht unbedingt heute mit mir. Jetzt habe ich dich drin. Jetzt hast du mich drin, ne? Ja. Okay, ja, sehr schön. Einmal Escape drücken und alles geht. Dann ist doch alles gut, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, und der Komo kommt nicht drauf. Woran liegt's? Das hatte ich eben auch und deshalb habe ich ja auch Panik geschoben. Am besten jetzt Arc einmal beenden und über die Serverliste joinen. Habe ich. Und dann hat er bei mir erstmal die Updates dreimal installiert. Dreimal. Er hat bei mir auch gerade vorher ein Update installiert. Ja. Akushima Electrical Geschichte. Ja. Und seitdem sagt er mir, ich komm nicht drauf. Das ist ja komisch. Du kommst nicht vorbei. Also bei unserer alten Base war noch keiner zu plündern, ne? Ich komm mal dahin. Ich würde jetzt jedes Mal ein bisschen was mitnehmen. Ja, das werde ich auch machen. Damit es dann weg ist, guck mal. Also für alle, die. Wenn sie nicht plündern wollen, ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Weißt du, hier ist doch. Hier ist Metal Ingot. Ist hier drin. Ja, ich nehme gerade was mit. Ich schleich mal weg. Und nehmt mal so ein bisschen ein paar halbe Stacks mit. Nicht so viel. Ein paar halbe? Dann nehme ich mal einen halben Stack mit. Ja, ich habe jetzt einen ganzen mitgenommen, wie man sieht. Oh. Ich habe jetzt einen ganzen mitgenommen. Mir fehlt die Musik. Ding, 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 ding. Ich kann die nicht. Stimmt. Da hast du wieder was vergessen, mir zu geben. Das musst du noch haben beim nächsten Mal, ja. Und den löppt das alles, ne? So, auf jeden Fall, was haben wir heute vor? Ja, wir werden unsere Base sukzessive ausbauen. Lindlauer 1. Herzlich willkommen bei den Akrobaten. Vielen, vielen Dank für dein Follow. Wir wünschen dir viel Spaß im Stream. Jo, willkommen und viel Spaß. Oh, ich habe das Team neu gestartet, ja. Ich glaube, du hast das Teil willkommen. Zu früh angemacht. Ich schaffe das jetzt gar nicht da durch, so langsam wie ich bin. Willkommen. Das Teil ist gleich bestimmt disconnected, bevor ich da durch bin. Ich kann's ja mal machen. Ich hab's geschafft. So. Ich habe jetzt gerade Steam einmal komplett neu gestartet. Und jetzt geht's. Über die Serverliste und er sagt mir, please ensure the server you are attempting to join. Ich habe den vor dem Steam. Oh Gott. Ich vergesse immer das R. Das R habe ich vergessen. Was soll das denn? Vor dem Stream. Das kommt nicht mal raus. Beim Stream. Also vor dem Stream habe ich den Server nochmal aktualisiert. Vor der Übertragung. Vor der Internetübertragung. Siehst du, das funktioniert. Oh Gott. Vor der Internetübertragung habe ich den Update-Mechanismus manuell gestartet.
Und es den gibt... Den Update-Klapperatismus. Genau. Ja, meine Güte, was fehlt denn da bei mir? Das weiß ich nicht, aber jetzt, wenn du das sagst, ich mache jetzt trotzdem nochmal im Hintergrund, er sagt alles aktuell. Wie ist das eigentlich jetzt oder so, wenn du den Server jetzt neu startest, musst du den da eigentlich jetzt komplett ausmachen oder macht er das so irgendwie? Nö. Ich sag einfach nur, starte neu und dann macht er das. Oh, und ist innerhalb von wenigen Sekunden wieder fertig. Ja, ich mach das Bild mal ein bisschen heller. Und die Updates laufen ja auch automatisch. Die werden im Hintergrund runtergeladen, alle. Und sobald sie da sind, wird der Server kurz gestoppt. Dann werden die Updates kopiert und der Server sofort gestartet. Somit haben wir eine Downtime pro Server von im Prinzip nur einmal eines Neustarts. Ja, sehr cool. Somit haben wir, es kommt halt auf die Mods drauf an, wie viel geladen ist oder auch die Karte. Dann also, ist es halt so. Also praktisch, das Center braucht ca. 3 bis 4 Minuten zum Neustart. Und Valhalla braucht irgendwie 5 bis 7 Minuten zum Neustart. Mittlerweile. Ja, cool. Also ich bin jetzt am Überlegen. Ich werde mal meinen kleinen Max hier runterfliegen. Jetzt hat Ark ein Update gefunden. Kann der Komo gleich drauf. Ja. Wieso fliegst du mit meinem kleinen Max? Den habe ich jetzt bloß runtergesetzt, weil ich jetzt anfangen werde, oben ein bisschen was zu bauen. Kann es sein, dass Center noch ein Update gekriegt hat? Ja, Center hat gestern Nacht ein Update bekommen. 1 Gigabyte? Ja. 1 Gigabyte? Könnte sein. Nee, 1 Gigabyte. Er lädt jetzt gerade bei mir ein 1 Gigabyte Update für Ark runter. Ja, ich meine, dass da aber, das ist aber nicht nur eine Mod, die du jetzt aktualisierst, oder? Ich habe vor 17 Minuten 2 Mods aktualisiert. Einmal Valhalla. Wieso die hast wird du über Ferien? Tag runtergeladen. Sandro, GEMA-Stunde. Moin, moin. Hi, Sandro. Hallo, Sandro. Was ist das denn? Ach so, das war mein Krokodil. Den hast du Kleiner Bubi genannt? Ja, Kleiner Bubi. Das war der in der Höhle. Kleiner Bubi ist gestorben? Ja. Okay. Den habe ich vergessen. Und bei wem? Wer hat den? Ja, armer Kleiner Bubi. Okay. Kann man nichts machen. So zerreißt es ihn. Ja. Was willst du machen? So, wir müssen aber noch etwas sagen. Das ist auch etwas bekannt geben, glaube ich, ne? Was müssen wir denn sagen? Weil wir ein Update gestern Nacht gemacht haben, wo in dem Fall keiner auf dem Server war, haben wir halt dieses Center Map ein Update gemacht. Es gibt da jetzt, alle Tiere sind da jetzt vorhanden, auch die neuen Unterwassertiere spawnen korrekt und richtig. Stimmt. Dafür mussten wir allerdings alle wilden Dinos töten. Alle wilden? Wilden, wohlgemerkt. Also alle Gezähmten sind geblieben und alle Wilden sind halt verschwunden und kamen halt wieder. Und daraufhin ist uns dann irgendwann aufgefallen, ich weiß nicht wann genau, ich glaube eine halbe Stunde später, nachdem wir das gemacht haben, dass bei uns die Tierchen nach und nach sterben. Warum? Mitten bei uns im Lager sind 2 Terrorbirds gespawnt. Genau. Richtig. Das war ja die Geschichte. So, also, da müsst ihr euch nicht wundern. Wir haben die dann platt gemacht. Was heißt platt gemacht? Getamed. Also, wir haben sie betäubt. Jetzt, ja. Und jetzt haben wir hier 2 Terrorbirds. Bleibt mal hier stehen. Ruf mal ein. Und haben die beiden halt Beavis und Butthead genannt. Akrobatisiert haben die. Genau, akrobatisiert. Und weil die halt nicht so doof sein sollten wie in der Serie, haben wir denen mal eine Brille gegeben. Genau, ja, richtig. Ah, geil. Somit haben wir 2 schlaue Terrorbirds. Zumindest versuchen sie schlau zu sein. Ja. Also nicht wundern, dass hier auf einmal irgendwie Terrorbirds rumlaufen. Oder dass man auch da drauf ist. Aber sie sehen lustig aus mit Brille. Genau. Also, es ist definitiv Fakt, dass immer wieder Updates kommen, auch obwohl wir gesagt haben, das Center ist jetzt zu 100% fertig. Vom Status her ist es auch. Das
Das trifft zu. Es ist zu 100% fertig. Also es wird keine großen Änderungen mehr geben, aber so Bugfixes oder sowas, die werden immer nochmal wieder rauskommen. Und dementsprechend muss man da auch jederzeit noch mit Updates rechnen. Und das sind dann noch teilweise Updates, da wird sich nichts mehr groß verändern. Das ist so, dass das dann halt eben so kleine Sachen sind, ne? Dass da wirklich nicht... Aber wie gesagt, Updates, die werden immer wieder kommen. Ja, es ist, sobald ARK neue Dinos hinzufügt, kann es immer wieder sein, dass ein Update kommen muss. Genau. Weil viele fragen sich jetzt vielleicht, wieso, das ist ja jetzt fertig, warum gibt es denn da noch Updates? Aber das wird immer wieder kommen. Losti, wir brauchen mehr Ringtransporter. Ich finde mich in dieser Base nicht zurecht. Das kommt mit der Zeit, dass du dich hier auch zurechtfindest, glaub mir. Das ist am Anfang vielleicht schwierig und das sagst und ich du weiß, immer, du hast also auch weil mit der Navigation zu kämpfen genauso. Valhalla ist einfacher als diese Base. Hier gibt's jetzt Treppen. Pauli? Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, wo bist du denn jetzt geblieben? Ich bin immer noch hier. Klang gerade so, als wenn er aushäusig werden wollte, oder, Komo? Ja, ich hatte auch kurz. Ja. Dann Abbruch. Der war mal kurz weg, der Fauli. Aber so ist es. So ist einfach und da müssen wir halt eben leben, das passt auch schon. Dass der Fauli zwischendurch dann einfach mal weg ist. Ich bin aber nicht weg. Nein, alles gut. Ja. Alles gut. So, ich hab... Ja. Was wollen wir jetzt denn gleich dazu besorgen? Weil wir brauchen ja mit Sicherheit noch ein paar Tierchen. Ich baue jetzt also, erstmal auf dem Dach ein bisschen. Ich hab deinen Hirsch. Dein Hirsch, der heißt kein Megamod. Warum, kein Megamod, warum genau. Haben wir den so genannt? Weil Komo gesagt hat, nachher heißt der, oder nee, war Komo das überhaupt? Nee, das war Deadman. Deadman sagte doch, nachher heißt der, nachher denkt jemand hier, der hat was mit der Megamod zu tun. Da habe ich doch gesagt, okay, dann nenne ich ihn kein Megamod. Na ne? Denn? So, und ja, dadurch hat er seinen Namen bekommen. Das ist doch schön. Ja, alles easy, oder? Ja. Das Wichtige ist jetzt erstmal... Ach, der Megaloceros. Der Megaloceros, genau. Ja, deshalb. Ja. Genau. Jetzt fällt der Groschen. Jetzt ist der Groschen... gefallen. Ey, wenn man Groschen sagt, dann denke ich so an die alte Zeit zurück. Groschen. Heißt du mal Groschen? Ein Groschenroman. Ja. Ja, genau. Groschenroman. So, was gibt's sonst Neues bei uns auf der Base? Momentan nicht viel. Es gibt kaum Tiere. Hier liegt ein Ei. Oh wei. Oh oh. Wieso setze ich hier eigentlich jetzt Fenster? Bin ich blöd oder wie? Aber Sandro hat immer noch nicht gesagt, wann man Ferien hat. Genau, das würde mich auch interessieren, Sandro. Wieso hast du denn jetzt schon wieder Ferien? Osterferien sind doch eigentlich vorbei, oder? Oder gibt es die bei euch verspätet? Hey Deluxe. Deluxe, moin moin, hey Deluxe. Servus. So, zack. So. Jetzt kommen wir der Sache gleich näher. Das machen wir erstmal wieder so. So. Ich hätte ja... Irgendwas ist doch neu auf der Karte. Ja. Die Texturen. Sind einige genau, Texturen angepasst genau, worden. Genau, es gibt neue Texturen. Somit zeige ich die auch mal. Oder versuche die zumindest mal zu zeigen. Haben wir hier einen Flieger. Die Texturen der Säulen. Naja, irgendwie sieht das Losti, gerade nicht so aus. Warum hast du so viele Magazine im Inventar? So viele Magazine im Inventar? Ich habe keine Magazine mehr im Inventar. Du meintest gerade, warum ich meine ganzen Patronen weggelegt habe, die ich mir gemacht habe. Das hatte Ruff ich... Ruff fragt das, nicht ich. Nein, das weiß ich. Im Inventar, ja, hatte ich gerade. Jetzt habe ich keine Magazine mehr dabei. Die habe ich gerade in den Schrank gelegt, damit ich jetzt bauen kann. Die haben wir uns gemacht, weil wir arg Probleme hatten mit den Viechern hier. Mit den Tieren, die hier gespawnt sind. Weil es waren zwei Terrorbirds, die waren halt eben am aggressivsten. Und es waren noch zwei Raptoren dabei, die wir dann aber nicht für uns behalten konnten. Die habe ich dann halt eben schlichtweg abgeknallt.
Und es waren einige Dilos, die gespawnt waren. Und wir hatten leider die anderen Tiere alle auf passiv stehen. Deswegen haben die nicht eingegriffen. Sonst wäre das wahrscheinlich... Die stehen jetzt alle auf neutral. Also von daher gesehen. Und da mussten wir ein wenig Munition machen. Damit wir die Möglichkeit haben, da zu erwidern. Hallo, Tim Plantat. Hi, Bruce. Tim Plantat, moin moin. So, was uns aufgefallen ist, hier ist ein Gesicht. Was ich eigentlich lustig finde, weil ich das lustig finde. Das findest du aber lustig. Weil ich das vorher nie gesehen habe und das ist möglicherweise mit dem Texturupdate gekommen. Also ich finde das sehr, sehr interessant. Das ist ja cool. So, grundsätzlich, nachdem das Center ein paar Updates bekommen hat von den Texturen, wirkt es schon etwas besser als vorher. Aber irgendwie bin ich der Meinung, meine Grafikeinstellung stimmt nicht ganz. Naja, gut, auf jeden Fall, wir können ein bisschen hier rumdaddeln. So, ach so, es gibt natürlich einen Bug. Das Center hat bei uns in der Base einen Bug. Das heißt, wie man sehen kann, kann man hier durchlaufen. Aber nicht, wenn man läuft. Man muss hier irgendwie drüber springen, weil hier eine unsichtbare... Nicht, wenn man läuft. unsichtbare Hürde ist. Also wenn man zurückläuft, dann sieht man, dass das auf einmal der Charakter springt. Pop. Hier bleibt er halt komischerweise hängen. Somit muss man einmal springen. Also die Karte ist noch nicht ganz hundertprozentig. Hi, Kevnik. Bruce, ja, deine Spende war angekommen. Wir hatten da noch einen falschen Link mit drin. Genau. Du hast es geschafft, weil wir haben umgestellt von... Twitch Alerts, wie hieß das? Twitch Alerts, genau, auf Tippi. Und wir hatten aber noch einen Link mit Twitch Alerts drin und du hast es geschafft, genau über den zu spenden. Deshalb, also von daher nochmal danke an deine für deine Spende. Vielen, vielen Dank dafür. Genau. Ja, vielen Dank. Geht in die Verbesserung des Streams. Und das war einfach nur, finde ich einfach nur klasse. Vor allen Dingen die Kommentare, die dann da drunter stehen, das ist, wie ich das immer so gerne sage, Balsam für die Seele. Weil das, was man nicht vergessen darf, wir sind ja auch noch in diesem Gebiet relativ neu. Und ja, wir haben halt eben auch noch unsere Fehler drinne und dass ihr das dann halt eben alles so locker seht, das ist schon klasse. Das ist fantastisch. Geile Community. Kann ich immer nur wieder sagen. Wo haben wir denn die Eier versteckt? Im Kühlschrank müssten wir hier sein. Da. Das möchtest du wohl wissen, ne? Natürlich. Ja, wo sind die denn? Hier oben ist kein Parkplatz mehr, ne? Hier, kleiner Max muss runter. Ja, entspann dich mal. Wer liegt denn hier? Kumo liegt hier. Und was macht Kumo denn? Ja, der liegt da einfach rum. Du hast echt einen komischen Geschmack für Architektur. Wieso habe ich einen komischen Geschmack für Architektur? Das finde ich gar nicht. Doch. Nein. Es ist nichts Modern Style. Es ist nicht mal eine Pyramide. Es ist nicht. Es ist nicht mal was Rundes hier. Es ist eckig. Warte doch mal ab, du Schlumpf. Du bist Exzentriker. Warte doch mal ab, du Schlumpf. Alles gut. Round one. Ich fight. Ich bin kein Schlumpf. Doch, natürlich bist du. Ganz blau. Paul hier. So, das darf dafür ja, so. Ja, Ruff, du siehst das richtig. We are Community. Auch wenn wir das im Stream manchmal vergessen. Naja, wir nicht. Losty schon. Ich habe ein Standbild. Aha, 1-0. Standbild. Wieso hast du ein komplettes Standbild? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was hast du mir 250 MB vom Gigabyte geladen. Ja, dann bist du ja in 5 Minuten fertig. Fast. Also ich habe hier jetzt komplette Standbild. Das kann sein, dass ich gleich nochmal neu... Nein! Wie kann das denn sein, Losty? Ich weiß es nicht. So. Nicht sagen, aber Gott sei Dank läuft deiner ja mal richtig vernünftig. Es ist wieder... Ey, ich bin wieder da. Alles gut, ich brauche nicht mal starten.
Alles gut. Du machst mir Angst. Ja, hin und wieder darf ich das doch auch, oder? Ich brauche Fleisch. Haben wir Fleisch? Ja, Fleisch haben wir. Da. Und nun kann der Fauli gleich was erleben. Also das war jetzt keine Drohung, ne? Das wird es auch niemals werden. Ich werde dir drohen. Nein. Ich sehe dich doch aus dem Augenwinkel, wie du wieder mit einer Waffe auf mich zielst. Nein. So war das nicht. Nein, ich niemals würde ich dir drohen. Nein. Na, bist du da sicher? So, vollkommen. Kühlschränke. Ich brauche Fleisch. Ich versuche mir jetzt einen Ichi zu tame. Und ich stelle mich bestimmt blöd an. Da widerspreche ich dir nicht. Siehst du? Geht schon wieder los. Geht los. Hey Leute, die quält mich. Genau, ich nehme jetzt Hängelippe. So. Ja, nimm ruhig mit. Mach Hängelippe auch noch kaputt, meine Losty Falter ist ja eh schon geschrottet. Ja, verdient. Du weißt warum. Wenn du immer so komisch zu mir bist, ich bin nicht komisch. Mach ich von dir was kaputt. Ich bin immer vernünftig zuvorkommend, lieb und nett. Wer sagt denn das? Ja, das sagt die Community. Die haben immer gesagt, ich bin nett. Oder? Habt ihr doch immer. Und was glaubst du? Ein Tisch. Graf. Der Tisch, also in dem ich gerade hier crafte, meinst du? Oder meinst du jetzt Fauli irgendwo am Tisch? Aber der ist gerade, glaube ich, auf dem Vogel gestanden. Ja. Ich denke, Ruff meint meinen Tisch. Das ist der Corrected Structures Tisch. Das heißt, da kann ich diese Strukturen drinne bauen, die ich wieder abpicken kann, die ich wieder abnehmen kann. Ja, wir können den gleich nochmal groß machen, wenn du da bist. Was durchaus Sinn macht. Hier, ich lauf da mal hin. Ja, lauf mal hin. Ich mach dich mal groß. Aua. Ich mach dir mal groß. Zack. Da ist er. Da ist der Tisch. So, nee, so. Sekunde. Wir haben noch eine leichte Verzögerung drin. Genau. Das darf man nicht vergessen. Viel Spaß, Idelux. Idelux, gleich. Und auch schön hinter den Ohren, ne? Er geht duschen. Ach so. So, du kannst was erzählen, Losty. So, also, wie gesagt, hier ist der Tisch. Und da gibt's halt eben die Möglichkeit, hier, Craft Corrected Structures hier, die ganzen Bauteile über Corrected Structures zu bauen. Das heißt, die kannst du alle wieder abbauen. Du brauchst sie nicht zerstören. Wenn ich jetzt Bock habe, wir haben da auch ziemlich viel gebaut hier. Ich meine, dass die auch, zum Beispiel die Railings, wenn ich jetzt, so, kann ich wegnehmen, hab's in meinem Inventar und kann sie so wieder setzen. So, das ist natürlich optimal. Weil wir finden das ein bisschen bescheuert, auf gut Deutsch gesagt, dass bei Ark sämtliche Strukturen einfach zerfallen und du kriegst halt eben nur noch absolut wenig wieder raus. Und farmst dir aber vorher dafür den Allerwertesten ab. Da ist das so eigentlich schon ganz in Ordnung, dass du dann die Möglichkeit hast, Strukturen wieder abzubauen. Finde ich zumindest einfach nur klasse. Jo. Dann werde ich mal wieder... Ruff meint den Tisch daneben. Den Tisch daneben. Das ist die Ark Automated. Ark Automated ist, da ist dieser gesamte, Automatik, das ist dieses, die Farming-Automatik drin. Das heißt, du hast hier ein Egg Crate, wo du halt eben, welches automatisch die Eier sammelt. Noah, moin. Und, Silo, welches automatisch Fertilizer sammelt. Ein Thatch-Prozessor, welcher automatisch Thatch in den Kompostbin packt, der wiederum automatisch Kacke aufsammelt. So, dann haben wir hier halt eben zum Kochen den großen Cauldron. Den haben wir hier vorne stehen. So, dieser Cauldron ist ein großer Kochtopf, wo halt eben, wenn er in Betrieb ist, brauchst du bloß die Wasserflaschen drin haben, hast einen Wasseranschluss daneben. Und der füllt die Wasserflaschen automatisch auf, was du bei dem normalen Cooking Pot nicht hast. Da musst du jedes Mal wieder zum Teich rennen, voll machen, reinschmeißen, leer machen, zum Teich rein und so weiter und so fort. Und da ist das hier halt eben wirklich deutlich angenehmer. Deutlich angenehmer. Du hast hier in dieser Automated Mod hast du auch noch einen Kühlschrank drin, mit Gefrierfach.
Hat ein bisschen längere Haltbarkeit. Ein bisschen viel längere Haltbarkeit, finde ich. Den nutzen wir aber auch nicht. Dann haben wir den Trash Can. Der Trash Can ist dafür da, dass irgendwas, was in dem gewissen Radio, im gewissen Radio, ja klar, wie ich jetzt im Radio, ja. Was im gewissen Radius rumliegt, wird von dem Trash Can aufgesammelt. Also das despawnt dann nicht. Haben wir aber auch noch nicht genutzt. Wir haben eigentlich überwiegend die Farming-Geschichten genutzt. Hier ist übrigens auch noch ein Incubator drin, da kann die Eier ausbrüten. Haben immer die perfekte Temperatur. So. Oh, 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 oh. Auch eine sehr hilfreiche Mod. Witch-Tütch? Habe ich das jetzt richtig erklärt? Möglich. Okay. Ja. Das war alles jetzt, ne? Ja, ja. Hast du gut hingekriegt. Ah, perfekt, perfekt. So langsam gehen unsere Ressourcen alle, ey. Das ist, nicht fein. Was soll man da machen? Ich weiß es doch nicht. Du weißt es nicht. Nein, ich weiß es doch nicht. Mich kannst du doch sowas nicht fragen. Wie komme ich bloß auf das schmale Brett, ne? Genau. So, jetzt, So, du bist ja immer noch... Was machen wir? Wollen wir gleich noch ein bisschen Stein abbauen? Dann muss ich ja wieder zurückkommen. Ich habe mir das vielleicht ein bisschen anders überlegt mit den Itch-Systemen. Da sind mir viel zu viel Haie momentan. Hi, hi. Hi, hi. Ja. Hi, hi, hi. Hi, Sebi. Sebi, moin, moin. Hallo. Ach so, hat ja nur gesagt, kein hi, Losti. Moin, moin. Naja, dann grüße ich nicht. Hi, kein Plan. Hallo, kein Plan. Hallo, Schlappi. Schlappi. Schlappi ist auch an Bord. Sehr schön. So, wo ist eigentlich unsere Base? Verdammt. Also, wie bist du denn jetzt von hier unten hochgekommen? Hallo? Mit wem? Dieser Megalocerus hier. Ja, der hat gesagt, ich will zu Losti. Ist der jetzt die Treppen hochgekommen hier oder hast du den hochgebracht? Das sage ich nicht. Sag mal bitte, das würde mich interessieren, ob die jetzt wirklich hier auch die Treppen hochrennen. Ich hab den hochgebracht. Ach so, okay. Dann ist das ja. Naja, oh. Hätte ja sein können. Hätte. Hätte. Genau. Hier spielt ein Dino Kopf in den Sand. Verrückt. Ja, viel Spaß beim Fluten. Ey, Deluxe. Und wie gesagt, hinter den Ohren. Nicht vergessen. Ach so. Duschen, Fluten, alle klar. Okay. So, was fehlt dir denn jetzt noch an Ressourcen? Also Stein auf jeden Fall wieder. Das ist so klar wie Klosbrühe, ne? Lass dich, ich glaube, du musst mal was essen. Nein, alles gut. Alles gut, ich hab da genug. Brauch nicht so viel Spachtel. So. Wir haben noch keinen Eiersammler, kann das sein? Ey, geil, ich kann ein Terminal bauen. Wie du mir zuhörst, das ist wieder. Ein Eiersammler haben wir noch nicht. Ich stelle mir gerade Losti so vor. Also ich kenne ihn eigentlich nicht anders. Losti, holst du was zu essen? Jo, dreht sich um und vergisst, was er machen sollte. Pauli, ich stelle den Terminal mal hier auf, ne? Was auch immer du da jetzt hinstellst, mach das. Unser Terminal hier. Das Terminal. Das Terminal aufstellen. Konnte ich nämlich bauen jetzt. Können wir wieder Bild in Bild haben, fragt Bruce. Ja, natürlich. Haha. Bild in Bild. Ihr seid im Bilde. So, und jetzt werde ich das Ganze nämlich hier ein wenig bauen, so dass der Fauli nicht mehr über meine Architektur mosert. Das kriegst du nicht hin. Der Zug ist abgefahren. Das kannst du vergessen, mein Freund. Ich gucke mir das jetzt von oben an. Und wenn das aussieht wie eine Tetris... Figur. Ich geb dir gleich eine Tetris-Figur. Wenn das so aussieht wie eine Tetris-Figur, dann reiße ich das Gebäude eigenhändig ab.
Das machst du nicht. Okay, dann sorge ich dafür, dass es abgerissen wird. Sag mal, wo ist denn jetzt der Vogel hier hin? Wie kommt denn der Vogel nach unten? Wer findet meine Bauweise irgendwie altmodisch? Ich guck jetzt gegen die Wand. Genau, deswegen habe ich ja gesagt, das ist genau so gemacht. Das ist extra so gemacht, Fauli, damit du halt eben... Wie kommt der Vogel... Warum ist der Vogel da so komisch? Der steckt sich vor dir, der hat einfach keinen Bock. Der will den Kopf in den Sand stecken, der hat keine Lust. Hi, Mia! Ja, moin, moin. Ach, Mann, ey. Geht's hier kann voll... ich auch nicht rüber. So... Da ist eine Tür. Aber du hast an jeder Seite eine Tür. Nur nicht da, wo ich sie brauche. Pauli? Ja. Ich kann meckern. Ich kann die ganze Zeit gleich, meckern. Gleich gibt es einen körperlichen Verweis in Form von einer Beule. Mhm. Und wieso pfeifst du dein... Hier guckt schon wieder ein... Hier guckt schon wieder ein Viech rein, was du wieder nicht unter Kontrolle hast. Das weißt du schon, ne? Ja, ich versuche ja das ganze Ding. Oh. Ja, ich versuche das ganze. Du kannst das überhaupt nicht. Ich renne hier rum, als wenn ich verrückt Johann, bin. Moin, moin. Und alles nur wegen dir, weil du wieder so komisch gebaut hast. Ja, immer mir die Schuld geben. Immer mir die Schuld geben. Natürlich. Selber nichts auf die Kette kriegen, aber mir die Schuld geben. Das ist typisch für Fauli. War ja klar. Habt ihr den Ketzerl eingebaut oder steht der nur zu nah an der Wand? Den hat Fauli nicht unter Kontrolle. Das ist Faulis, du kennst Faulis Probleme mit Tieren, ja? Entweder sterben sie bei ihm oder die fliegen die ganze Zeit hinterher. Du sollst nicht so böse zu mir sein. Ach so. Ich bin nicht böse zu dir, ich bin nur... Realist, sagst du jetzt wieder, ne? Realistisch, genau. Ein realistisch. Steht der übrigens auch neben dem... Bleib doch mal stehen hier! Von Corrected Structures, der realistisch? Vogel... Komo, wirst du jetzt gerade irgendwie witzig oder meinst witzig zu werden? Ich hab heute einen Clown gefrühstückt, der hat ja, komisch der geschmeckt. Ja, komisch geschmeckt, ne? Ja, das glaube ich dir. Mich jetzt bitte nicht hochheben. Bin hier gerade am Bauen. Jetzt mach nicht die Ecke dazu. Ich wollte ja nach oben fliegen. Die ganze Ecke nicht zu. Ich wollte mir das Haus von oben angucken. Und wehe, das sieht aus wie die Tetris-Figur. Das sieht aus wie eine Tetris-Figur. So, Nein, stattdessen machst du ein rotes Kreuz draus. Ja, siehst du keine Tetris-Figur, also. Du bist verrückt. Ach. Ja, das geht jetzt von oben weiter, sonst funktioniert das. Komo, wie weit bist du? Komo Arigato. Komo? Knapp 500 MB. Ja. So, jetzt gucke ich mir das mal an, was du machst. Hier steht noch Flattermann Genie im Gebäude. Genie und Wahnsinn liegen nah beieinander. Aha. Hi Golmi. Hallo Golmi. Sieht von oben aus, genau, Schlappi. Ha, genau. Ein rotes Kreuz. Wir müssen, ich mach den Fußboden da mal rot. Also ganz ehrlich, wenn Schlappi so weitermacht, bin ich absolut dafür, dass Schlappi sich mittlerweile auch mal arg zulegt und das Ganze hier mal ein bisschen besser macht. Hast du die Farben weg versteckt? Die habe ich versteckt, genau. Du wirst hier mit Sicherheit jetzt nichts rot anpinseln. Nee, ich will nur mein... Wieso ist denn hier ein Pin drauf? Wo ist ein Pin drauf? Wieso ist denn überall ein Pin drauf? Es ist nirgendwo ein Pin drauf. Stimmt. Genau, du kannst das wieder nehmen. Pauli, du bist... Ich bin doof, ich weiß. Du bist einfach nur Pauli. So. Einfach nur faul. Was soll man da sagen? Ja, wo hast du die Farben versteckt?
Ich habe keine Farben versteckt. Die haben wir doch gekocht, die Farben. Ja, aber ich habe die nicht versteckt. Aber jetzt mit deinem Vorhaben werde ich dir nicht sagen, wo ich sie hingelegt habe. Such sie. Na ja, super. Hast du sie? Mhm. Ich hab sie. So. Und jetzt pinsel ich hier alles an. Das machst du auch wieder sauber. Pinselst du mein Haus oder das Haus an, dann machst du es wieder sauber. Ja, solange ich meine Füße unter deinen Tisch stelle, muss ich genau das machen, was du sagst? Nee. Würde ich vielleicht zu meinem Sohnemann sagen, aber da du nicht mein Sohnemann bist, würde ich das nie sagen, nein. Mhm. Aber ich bin euer Fauli, hä? Ja, das stimmt. Mhm. Das ist korrekt. In der Sache hängen wir drin, da kommen wir auch nie wieder raus. Ich verstehe dich schon. Wie meint er das denn jetzt? Ach ja, alles gut. Alles gut. Da ist der Kühlschrank. Ich weiß nicht, wo du hier was gebaut hast. Was? Wo hast du eigentlich überall so eine Stolzboxen hingestellt? Ja, überall, die sind da irgendwo. Endlich Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende. So. Ich finde die nicht. Was findest du nicht? Ich finde die Farben nicht. Du hast sie noch nicht gefunden? Nein. Das tut mir aber leid. Losti. Wenn du rechts unsere Schrankreihe hast. Ja. Gehst du durch die Tür. Aber nicht rechts, sondern links von den Schrankreihen. Ja. Da ist eine Tür, wo es zu den großen Schränken hinter der Wand geht. Du bist verrückt. Und dann ist das der zweite Schrank auf der rechten Seite. Du bist verrückt. Dort bist sind Farben. Wieso bin ich verrückt? Nur weil ich das da hingelegt habe? Ja. Das hat nichts mit verrückt zu tun. So, den hab ich ja gelernt. Sag denn, ich bin verrückt. Jetzt ist soweit. Wood und Setch. Vielleicht kommen die Leute mit der Hartmich-Liebjacke. Wood und Setch. Wood und Setch, ne? Jawohl, Wood und Setch brauche ich. Wo haben wir das denn drin? Wood und Setch. Wood. Und Setch. Wood und Setch. Was fehlt mir noch? Brüsch. Das ist doch. So. Das kann hier rein. Das brauche ich. Ja, zack, zack. So. Doch, geht doch. Was soll das denn jetzt hier? Also manchmal ist das mit den Leitern auch alles so ein bisschen buggy, oder? Warum? Das finde ich manchmal echt... Wie war unser Tag heute? Ja, also mein Tag war relativ vollgepackt. Ja, bei mir war es auch ganz, ganz cremig, ganz locker, ganz flauschig. Eine Menge zu tun. Auch froh, dass jetzt Wochenende ist. Und hab mich richtig auf den Stream heute gefreut. Ich glaube auch zu Recht. Und hi Marcel! Hallo Marcel! Ja, mal schauen, was da noch so das Wochenende kommt. Wird bestimmt noch spaßig.
Komm jetzt da einmal noch. Nee, nicht so machen. Nein. Vielleicht kann ich das jetzt wirklich nur von oben machen. Mal schauen. Das kannst du nur von oben machen. Ja, ich habe so einen kleinen. Marcel, natürlich kann man hier mit auf dem Server spielen. Was machst du denn hier jetzt? Du sollst das hier nicht anmalen. Ich mal das nicht an. Pauli! Nein, nein, ich mal das nicht an. Keine Panik. Sicher machst du das hier? Nein. Ich bin's nicht. Das ist, du sollst hier kein rotes Kreuz von machen. Das ist, ein Bodentattoo. Nichts anderes, nur ein Bodentattoo. Nicht schießen, ich habe auch nur geschlagen. Somit habe ich wenigstens meine Ruhe. Lauf, kleines Häschen, lauf. Boah. Ich habe nicht mal geschossen. Boah. Das war keine Absicht. Ey, du bist einer. Das war wirklich keine Absicht. Wie geht was, Marcel? Du meinst jetzt das Bemalen der Strukturen? Ich glaube, das Mitspielen auf unserem Server. Ach so, okay. Das Mitspielen auf unserem Server. Kein Plan. Bei sowas fehlen mir auch echt die Worte. Wir haben uns im Tierheim angebrochen. Ja, das ist doch. Ja, das ist einfach nur blöde Zerstörungswut. Ja. Das ist für mich, gehören solche Leute ganz weit weggespielt. Bei uns haben sie mehrfach bei einer Überwachungsstation für Hochwasser eingebrochen. Aber da ist nichts zu holen. Die haben einfach nur alles kaputt gemacht. Das ist einfach Zerstörungswut. Einfach nur Zerstörungswut. Weil nichts anderes. Möglich, weil sie nichts gefunden haben. Das erste Mal vielleicht, aber danach sind sie einfach immer wieder gekommen, um... Es waren wohl sogar die gleichen. Ja, das ist Schwachsinn sowas. Also solche Menschen, die haben meiner Meinung nach echt nichts mehr. Solche müssten sich hier in so ein Survival-Camp reinstecken, wo die wirklich permanent auf den Arsch kriegen. Deutschland strengste Eltern. Ja, das ist... Ja, da können sie zu mir schicken. Können sie zu mir schicken. Ich mach schon mal aus denen. Du sollst dir den Sprüher holen. Es geht schneller, sagt Ruff. Genau, ja, das funktioniert auch besser. Aber das rote Kreuz ist ja schon da. Das heißt, jeder Hubschrauber, der möchte, der kann hier landen. Okay. Ne, ist ja schon alles hier. Das sieht auf jeden Fall erkenne ich so unsere Base. Ja, du bist sehr, sehr cremig, bist du. Das ist wieder so ein Tiefschlag gewesen. Ich weiß nicht, ob ich heute noch vernünftig mit dir reden möchte. Ich mal dich gleich mal an. Du malst mich nicht an. Ich möchte nicht mehr von dir angemalt werden. Ne, der Zug ist abgefahren. Na gut, dann nicht. Meinst wohl einmal anmalen, das ist wieder alles gut, ja, ne? Ja, deshalb versteckst du dich jetzt auch wieder, ne? Ja, ich kenne dich doch. Versteck mich nicht. Nee, tue ich gar nicht. So, ich habe dir eine Struktur vorgezeichnet. Deine Aufgabe ist es jetzt, diese nachzubauen. Nö. Du kannst auch ein bisschen größer bauen. Nee, will ich nicht. Aber sieht doch schön aus. Nee. Doch. Fällt mir nicht. Man müsste da jetzt nur noch irgendwie Buchstaben raufschreiben können. Genau. Doch, das sieht gut aus. Mir gefällt das. Nein, das sieht nicht gut aus. Doch. Das ist,